Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Banner Saga. Wir haben ungefähr einen Tag Nahrung, dafür ist die Durchschnittsmoral wieder recht hoch, weil wir ein paar Tage gepennt haben. Und jetzt hoffen wir, irgendwie unterwegs noch zu kriegen. Sehr wahrscheinlich wird das nicht klappen. Aber es ist echt knapp hier mit der Nahrung. Ich hätte, also wenn ich nochmal neu spielen würde, würde ich ganz anders hantieren. Ist halt sehr schwierig. Ja, Nahrung ist weg. Minus 5, minus 5. Warum? Wir haben die letzte Nahrung noch aufgebraucht. Es fehlen wieder Vorräte, sagt die Frau beim Wagen. Und schaut, da sind Spuren. Hier sehen sie aus wie Fußabdrücke von Kindern. Mein Mann und ich sind ihnen ein Stück in die Wildnis gefolgt und da treffen sie sich mit großen Fußabdrücken. Ich weiß nicht mit wie vielen. Kinder zusammenrufen und befragen, auf jeden Fall. Die Clanmitglieder sind sehr angespannt, als du die Kinder befragst. Niemand scheint etwas über die Vorräte zu wissen. Du jagst ihnen allerdings mehr Angst ein, als du vorhast. Vor allem zwei Brüder sehen aus, als würden sie gleich anfangen zu weinen. Okay, das hat nichts gebracht. Hätte ich wohl besser anders machen sollen. As the steep cliffs, the sprawl of Boersgard comes into view. A city of contrasting rich and poor. Opportunity and gamble. Hi. Our best hope for salvation or our graves. Björsgard. Okay. Kapitel 7. Der Schlechter und der Gemetzelte. Endlich erreicht ihr Björsgard, wo sich die Mauern meilenweit in beide Richtungen erstrecken. Der Boden ist mit den Leichen von Wütern, Wahl und Menschen bedeckt. Entschuldigt die Unordnung, ruft eine Stimme von über dem Tor. Du blickst auf und siehst einen enormen Wal, das Gesicht von matten, schwarzen Haaren umgeben. Eine Begegnung beim Tor erregt deine Aufmerksamkeit. Wüter schlagen erfolglos an die Torflügel. Lasst uns rein, rufst du. Sigborn drängt vorbei. Das werde ich noch lange zu hören kriegen, sagt er, ehe er ruft. Mach auf, Bollwerk! Sie haben mir aus Reynivik rausgeholfen. Du hörst ein Lachen im Wind und die Torflügel quietschen. Der riesige Wal und ein Dutzend Bewaffnete machen kurzen Prozess mit den Wütern. Dann geleiten sie euch in die Stadt. Kapitel 7. Keine Ahnung, wie viele Kapitel das Spiel haben wird. Vielleicht interessiert es dich zu erfahren, dass sie einen Magier mitgebracht haben. Puh, können wir mit dem spielen? Der sieht stark aus hier mit seinen zwei Äxten. Bollwerk, passt ja der Name. Du bist nicht gegangen, um einen Magier zu holen. Wo ist der Med? Sigborn zuckt entschuldigend die Achseln. Ich schätze, der Magier wird es tun. Entweder haben wir jetzt eine Chance, oder wir können es sowieso vergessen. Ich bin Rook. Wir sind schon lange unterwegs. Manche kommen aus Kyokre. Bist du hier zuständig? Zuständig im Namen des Statthalters, schätze ich. Hört mal, wenn ihr ihm was zu sagen habt, sagt es jetzt. Ansonsten seid ihr auf euch gestellt. Es ist mir egal, wohin ihr geht, aber macht keinen Ärger, sonst sehen wir uns wieder. Nicht zum Reden. Magier, komm mit, wir gehen zum Statthalter. Bollwerk und Sigborn brechen mit Eivind auf, der freiwillig mitgeht und signalisiert, dass alles in Ordnung ist. Okay, ich habe Sigborn und Eivind verloren, das heißt, ich habe zwei weniger jetzt von meinen Stufe 5 Kriegern. Feien, das ist genau wie in Frostwell. Das ist überhaupt nicht wie in Frostwell. Der im Bärenfell ist wahrscheinlich der Anführer der Raben. Raben? Ist das gut oder schlecht? Kommt darauf an, für wen sie arbeiten. Hoffentlich ist es wirklich der Statthalter und niemand, der sich an seine Stelle zu putschen versucht. Das wird Eivind uns wohl erzählen, wenn er zurückkommt. Raben könnten Söldner sein. Um Eivind mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir Sorgen um das Heer von Flüchtlingen, das wir mitgebracht haben und das hier nicht hergehört. Du hast wohl recht. Über Björsgard hat noch nie jemand etwas Gutes gesagt. Und was nun? Wir sollten zu den Docks gehen und schauen, was wir für Möglichkeiten haben, falls wir rasch aufbrechen müssten. Sieh dir die Stadtwachen. Sind dir die Stadtwachen aufgefallen, als wir reinkamen? Welche Wachen? Ich habe das Gefühl, dass die Raben alles sind, was ihnen noch bleibt. Irgendwas Wichtiges ist zusammengebrochen. Und wenn Brüller hier ankommt, marschiert er einfach durch, ohne auch nur langsamer zu werden. Behalten wir das vorerst für uns. Also auf zu den Docks. Kriegen wir bestimmt noch Probleme am Hafen. Hier haben wir Map. Das sind die Docks. Market. Heroes. Ja, Market, ne? Hm.
Ich muss 6-mal kaufen? 1 für einen Ansehenspunkt. Oh, das wird doch mal teurer hier. Das heißt, wenn ich 6-mal kaufe, kriege ich für einen Tag nur was. Das ist echt eine Schweinerei hier. Dann hungern meine Leute halt. Abschaum. Komm, ab zum Hafen. Als du die Docks erreicht, fährt dir der Schreck in die Glieder. Es ist kein Langschiff zu sehen, nur Wracks. Leichen treiben im Wasser. Die Gebäude sind zerschlagen und vernagelt. Was ist hier passiert, murmelt Alette. Sie sind alle weg, sagt Avent, der sich alleine nähert. Ich sehe, ihr hattet die gleiche Idee wie ich. Avent, du bist wohlauf. Oh ja, es stimmt wirklich, der Statthalter ist hier. Er versteckt sich. Warum? Seit die Wüter aufgetaucht sind, ist jeder mit einem Schiff und halbwegs bei Verstand verschwunden. Zu Fuß kommen die Leute nicht weg. Das Essen ist knapp. Auf den Märkten gibt es nichts mehr. Borsgard ist ein Feuerfass, das auf einen Tritt wartet. Also bezahlt der Statthalter die Raben dafür, dass sie ihn vor seinen eigenen Leuten beschützen? Um den Frieden wahren, gewissermaßen. Bei Anzeichen von Aufständen ereignen sich eher Massaker. Und was machen wir jetzt? Ich habe ihm Magierschutz in Aberang zugesagt. Ich glaube, er ist doch nicht sehr beliebt. Sie werden diesen Ort abreißen, um mehr Schiffe zu bauen. Wir können auf dem Ormsa bis in die Hauptstadt fahren. Und eine weitere wunderbare Stadt zurücklassen? Wie lange wird es dauern, Schiffe zu bauen? Moment mal, und was ist mit den Leuten, die im Borsgard leben? Es war das Beste, was ich tun konnte, Alette. Er meinte, es könnte bis zu einem Monat dauern. Normalerweise stellt man aus Holzresten keine Schiffe her. Sobald die Leute dahinter kommen, wird es Aufstände in den Straßen geben. Einen Monat? Wozu denn dann? Brüller wird binnen einer Woche hier sein. Ich bin offen für Vorschläge. Götter, verdammt! Hört das denn nie auf? Ivar brüllt vor Frustration auf und lässt euch bei den Docks stehen. Alette wirft ihr einen besorgten Blick zu, bevor sie ihm nachrennt. Avent, was machen wir wegen Brüller? Avent antwortet einen Moment nicht. Ich weiß es nicht. Also, der ist auf dem Weg hierhin, dieser Brüller. Was ist eigentlich mit der anderen Truppe, mit dem Prinzen und so? Die sind doch weg von... Wie hieß die Gegend? Hab ich mir irgendwo aufgeschrieben. Einat Oft, genau, da wo wir die Brücke aufgepasst haben, hat er diesen anderen Hauptcharakter am Anfang von den Wahl damit hingeschickt. Vielleicht kommen die nochmal. Du findest Ivar auf der Stadtmauer. Er blickt auf die Felder draußen. Die Wüter halten Abstand, aber sie sammeln sich weiterhin. Ich bin in Ordnung, Rook. Ivar fällt dir ins Wort, ehe du überhaupt was gesagt hast. Du weißt, dass er schon Schlimmeres überstanden hat. Wir sollten uns aber um ein paar Dinge kümmern. Wenn wir in einem Monat noch stehen wollen, müssen wir vorbereitet sein. Woran hast du gedacht? Zunächst mal brauchen unsere Clanmitglieder einen Ort, an dem sie bleiben können. Auf den Straßen gehen sie vor die Hunde. Ich behalte die Wüter hier oben im Auge. Wenn sie durch die Mauern brechen, sind wir erledigt. Also müssen wir sie zurückhalten. Dabei ist jede Hilfe willkommen. Wir müssen rausfinden, wer was kontrolliert und dafür sorgen, dass wir unseren Teil erhalten. Das Essen wird knapp. Und wenn sie mit dem Bau dieser Schiffe beginnen, müssen wir die Leute fernhalten. Was für ein verdammtes Chaos. Ich tue, was ich kann. Okay, Nahrung kriegen ist schon mal sehr gut. Ivar erklärt, wenn die Wüter zu dicht an die Tore kommen, führe ich Angriffe mit Avent. Hör zu, auf diese Art verlieren wir jeden Tag Kämpfer und Wahl. Ich muss dir nicht sagen, was passiert, wenn niemand mehr die Mauern verteidigt. Wir können immer Hilfe brauchen. Okay, Kämpfer und Wahl verlieren und wir haben fast gar nichts mehr, weil ich zu schlecht gespielt habe. Das ist ein Problem. Ich hoffe, ich kann es überhaupt noch durchspielen. Du überlegst, was du jetzt tun willst. Jedes der Vorhaben wird vermutlich einen kompletten Tag in Anspruch nehmen. Wir brauchen unbedingt Vorrat. Wir brauchen Essen, sonst sterben noch mehr, weil sie verhungern. Ich habe schon nachgefragt, winkt Udleif ab. Und niemand hat Nahrung oder will sie zu vernünftigen Preisen hergeben. Unsere Medikamente sind auch schon seit Tagen alle. Entweder werden Wucherpreise verlangt oder es ist einfach alles leer. Sie sagt es nicht, aber du weißt, dass dies ein ernstes Problem ist. Die Raben suchen herausfinden, was sie wissen. Genau.
Ja, und dann verlieren wir schon jede Menge Leute dabei. Scheiße. Du findest die Raben an den Docks, wo sie sich bemühen, die Leute unter Kontrolle zu halten, während die Boote gebaut werden. Du fragst den riesenhaften Anführer nach Nahrungsmittelvorräten. Die hättet ihr selber mitbringen müssen, gibt er zurück. Ich kann schließlich nicht ganz Borsgard versorgen. Aber für einen guten Met könnte ich tatsächlich langsam töten. Hier gibt es schon seit Wochen nichts mehr zu trinken. Den Met aus Reynivik anbieten? Ja, was sollen wir mit Met? Lass mich sehen, ob ich recht verstehe, meint Bollwerk. Ihr seid zufällig mit Sigborn im Schlepptau und reichlich Maiden-Aid für alle durch Reynivik gekommen, stimmt das? Du zögerst eine Idee zu lange. Ich bringe diesen Wasser von Jox um, grollt Bollwerk. Im Gehen grummelt er noch, bring die Fässer her, dann machen wir einen Handel. Eieiei. Okay, das gibt Probleme gleich, weil ich ihm dann im Rücken gefallen bin, dem anderen, den roten Wal. In der Karawane regt sich Protest, als du von dem Handel erzählst, aber dann kehrst du mit mehr Vorräten als erwartet zurück und die Beschwerden verstummen. Für 12 Tage, das ist super. Das ist super. Aber wir haben einige Wahl verloren. Ah, scheiße. Wahl verlieren ist immer schlecht. Ivar zeigt auf die Wüter entlang der Mauer. Da sind noch mehr. Und sie werden dreister. Seit gestern haben wir schon ganz schön viele Kämpfer verloren. Wir können deine Hilfe brauchen, wenn niemand mehr da ist, um die Mauern zu verteidigen. Du überlegst, was du jetzt tun willst. Jedes der Vorhaben wird vermutlich einen kompletten Tag in Anspruch nehmen. Ja, mehr Leute verlieren ist kacke. Krummere zum Anführer der Krieger bestimmen. Mauer verteidigen, da verlieren wir weniger Leute. Was bringt denn das, ihn zum Anführer zu machen? Haben wir dadurch einen Vorteil? Mach das mal. Krumme, rufst du. Dies ist dein Spezialgebiet. Führst du sie an, Krumme löst bereitwillig Ivar ab und führt den nächsten Angriff an. Den Rest des Tages zeigt er dir komplexe Angriffsstrategien, mit denen sich die Verluste gering halten lassen. Aha. Kämpfer, 8 Wahl verloren. Wir haben keine Wahl mehr. Supi. Schande aber auch nochmal. Wie geht's an meinen Helden? Nicht gut. Und ich habe meinen anderen Kerl schon verloren. Toll. Toll, 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 toll. Echt nicht ohne. Das ist schlimm, sagt Eivind, als Ivar über das Schlachtfeld deutet. Wir haben nicht nur jede Menge Wüter im Nacken, sondern es ist auch noch ein Steinsänger aufgetaucht. Wir verlieren permanent Krieger. Wenn wir nichts unternehmen, ist diese Mauer heute Abend eingerissen. Vater, bei den Docks gibt es einen Aufstand. Alette kommt außer Atem angerannt. Die Menge versucht, die Boote zu zerstören. Du beruhigst sie. Sie erzählt, dass zwar die Raben dort sind, sie sich aber trotzdem Sorgen macht, dass die Lage eskaliert. Du überlegst, was du jetzt tun willst. Jedes der Vorhaben wird vermutlich einen kompletten Tag nehmen. Aufstände bei den Docks erkunden. Einen sicheren Ort finden, an dem die Karawane bleiben kann. Ja, wir müssen die Mauer verteidigen, das ist wichtig. Dieser Steinsänger wird uns vernichten, wenn wir uns nicht um ihn kümmern, teilt Ivar mit. Der Kampf wird hart, aber wir müssen ihn ausschalten. Bist du bereit? Du stehlst dich. Puh, ja, breit ist so, naja, ne? Scheiße. Ja, ich könnte kotzen. Also selten habe ich im Spiel so über Verlust aufgeregt, das erinnert mich alles ein bisschen an Jack the Lions 2. Oh Gott. Super Spiel, aber wenn da einer stirbt, dann hat man sehr oft neu geladen oder man ja, war knallhart und hat einfach den Verlust hingenommen, aber wenn man das tut, dann war schon echt übel, den nie wieder zu sehen im Spiel. So, was haben wir denn hier? 18er, 22, ja, ist klar, ne? Genau. Und da nochmal so ein Drecksack, der so üblen Schaden machen kann auf ganz viele. So, Magier, bitte was zurückgehen. Das muss ja wohl nun echt nicht sein. So, hier, hey, du nach da.
Vielleicht du. 22, noch einer davon. Ach du Schande. Sagt sich schon Schande. Komm mal hier runter. Genau, gehen wir darüber. So ist die Frage. Wenn ich die durchstürmen lasse, können sie sich vielleicht direkt um den kümmern. Bei dem seine Attacke war echt ätzend. So, los geht's. Puh, lasst uns mal was versuchen zu reißen. 22, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, wir werden auch nicht viel Schaden machen. Kacke. Wenigstens etwas. Komm mal näher. Ja, also wir gehen direkt auf den da drauf. Auf jeden Fall. Der gefällt mir nämlich gar nicht. So, du sollst sterben. Und zwar flott. Oh, 9. Ja, 21, das ist echt gemein. Gemein ist das, habe ich das schon gesagt. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte gehen, oder? Ja, wir können ihn töten. Sehr gut. Das wird ein harter Kampf, definitiv. So, der hat auch 22. Der hat auch 22. Mistzack. Rüstung runter. So viel Schaden wie möglich machen. Boah, die haben alle so viel. Puh. Okay, dann gehen wir darüber. Müsstest du ihn eigentlich mitnehmen? Sehr gut. So, du machst einen Blutpflegel auf ihn. Ah, nimm das. Stopp. Tja, viel Schaden können wir nicht machen. Viel zu wenig, ehrlich gesagt. Scheiße, mein stärkster Krieger ist weg. Wegen so einem Mistsack da. Das wird schwierig. Das ist gut, wenn ich jetzt mit dem Magier nochmal rangehe, kann ich sehr wahrscheinlich mehrere auf einmal erledigen. Ah, ich erwische den von da nicht. Scheiße. Ich stehe eine Linie falsch, oder was? Zu weit weg. Zu weit weg. Okay. Den töten wir fast. Noch einen am Rufen, super. Arschlöcher. So, aber wenn wir dahin gehen und hier einen Blitz reinmachen, müssten wir doch ihn mit erwischen, oder? Nein, wir erwischen ihn nicht mit. Schade. Das ist blöd, das gefällt mir nicht. Nein, wegen einem Punkt. Ich pack's ja nicht. Jetzt holt er auch noch Verstärkung. Und da ist der nächste gefallen. Lustig. Oh oh. Zack, 11. Ist das krass, ey. Ja, das wird sehr schwierig. Am besten konzentrierst du dich auf
ihn, also wirst du noch ein bisschen weggehen. Okay, wir können keinen weiteren Punkt nehmen. Schade. Ah, immerhin 3. Okay, der Magier ist down. Sollten uns aber trotzdem auf ihn, glaube ich, konzentrieren. Wie viel Schaden würden wir ihm machen? Viel zu wenig. Dann fliehen ein bisschen. Und schießen was die Rüstung runter, damit er jetzt viel Schaden machen kann. Schande. Du bist ein Arsch. Sagte ich das schon. Wir machen viel zu wenig Schaden. Ne, das ist ja voll der harte Kampf. Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Treffen wir von da? Zehn hat sie noch. Okay, die Rüstung ist schon mal schön runter. Aber du wirst den Schlag nicht überleben. Ja, so sieht's aus. Sind wir nicht auf der richtigen Linie, können ihn also auch gar nicht treffen. Entfernen wir uns wenigstens so weit, dass das halbwegs was bringt. Das ist gut, vielleicht rennt er da rein. Ja, das wird nicht viel bringen. Irgendwie macht es zu wenig Schaden. Also eigentlich ist der Kampf schon zu Ende. Und das war's für sie. Aber eigentlich haben wir keine Schnitte mehr. Nächste Runde kommt er sowieso an mich ran. Ja, wir können immer noch nur einen Schaden machen. Weiß der Teufel. Er hat die Rüstung schon total runter. Ja, so sieht's aus. Niederlage. Egal wie verbittert ihr kämpft, es kommen immer mehr Wüter. Du beginnst zu taumeln und die nächste Gruppe von Kämpfern übernimmt. Irgendwie schaffst du es zurück nach drin. alle gefallen. Der Kampf war übel. Hat das jetzt trotzdem massig Verluste verursacht? Nö, ne? So, können wir hier irgendwo resten? Können wir nicht. Und wir können nicht resten. Ach du Scheiße. Aber wir müssen resten. Wir sind nämlich alle verwundet. Scheiße. Gib ihm mal die Distel. Wir haben 9 Punkte. Moment mal, dann können wir mal diesen Krummere 1 aufsteigen lassen. Wo ich auch gern Eiver höher hätte. Aber Krummere ist momentan auch dabei. Komm, befördere den mal. So. Und er soll gefälligst mehr Schaden machen. Ja, wie es jetzt weitergeht, weiß ich noch nicht. Bis demnächst, euer Chojin.